Hallo und herzlich willkommen heute zu unserem kleinen ZFN-Interview. Wir machen das ja sehr gerne, dass wir Ihnen in diesem Format ein paar Kurse vorstellen, ganz besonders natürlich neue Kurse, die wir bei uns im Programm haben. Und jetzt haben wir wirklich etwas ganz Spannendes für Sie vorbereitet. Und zu diesem Interview begrüße ich heute ganz herzlich Christian Ritzer. Hallo, Herr Ritzer. Ganz lieben Dank für die Einladung, Frau Groß. Es geht um ein ganz spannendes Thema, nämlich um das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin ja ein riesiger Freund von Nahrungsergänzungsmitteln, auch wenn ich natürlich den großen Ernährungshintergrund hier sehe bei uns an der Schule und denke, naja, eigentlich könnte man das auch über die Nahrungsmittel hinkriegen. Aber ich finde das immer super, die Vorstellung, so, jetzt pfeife ich mir ein bisschen Magnesium rein, alles ist gut. Und dann höre ich dann wieder auf der anderen Seite, ja, aber nicht dazu und nicht dazu und das muss so sein und so sein. Eigentlich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, also ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles nehmen kann und in welcher Form ich das nehmen sollte. Und ist das überhaupt nötig? Und dazu möchte ich jetzt Herrn Ritzer ein bisschen befragen. Herr Ritzer, wie kommt das, dass Sie sich mit dem Thema so gut auskennen? Erzählen Sie doch mal ein bisschen was zu Ihrem Hintergrund. Ja, gerne. Also erstmal schön, dass wir die Plattform vom ZFN nutzen können, um das Thema einfach auch mal zu beleuchten, so ein bisschen Perspektivwechsel auch einzunehmen. Ich glaube, wie Sie sagen, das Thema Nahrungsergänzung beschäftigt so viele Menschen und da gilt es einfach auch aufzuklären, so aufzuklären, dass es am Ende in der Praxis umgesetzt werden kann, dass es für möglichst jedermann auch verständlich ist. Denn Nahrungsergänzung ist nicht gleich Nahrungsergänzung und das ist auch eigentlich auch so unser eigener Antrieb oder auch mein eigener Antrieb. Ich arbeite seit über 10 Jahren im Bereich der Nahrungsergänzung und eben auch in der Ausbildung von Fachpersonal, Ärzten, Heilpraktikern, Kosmetikerinnen etc. Also alles, was im weitesten Sinne mit Gesundheit zu tun hat. Und da merke ich einfach immer wieder, dass genau an diesen Stellen auch viel Aufklärungsarbeit notwendig ist, um am Ende eine kompetente und professionelle Beratung auch an den Endkunden oder an den Patienten zu bringen. Und ja, deswegen freue ich mich umso mehr, wenn wir eben über verschiedene Plattformen es auch schaffen, die Leute darüber zu informieren. Das heißt, wir haben ja jetzt im April, am 9. April geht es los, das Seminar Nahrungsergänzungsmittel zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Mein Anspruch ist natürlich der, dass ich komplett versorgt bin mit allen Nährstoffen, die mein Körper benötigt, um gesund und fit zu sein und niemals krank zu werden. Also so verspricht uns das ja auch ein bisschen die Werbung. Wie haut es hin? Also ist das wirklich so, je mehr, desto besser oder sollte ich da vielleicht ein bisschen differenzieren? Ja, also zum Einsatz von Mikronährstoffen benötigt schon etwas Know-how. Das ist jetzt nichts eigentlich, wo man sagen würde, naja, ich greife eben dann, wie Sie eben so schön erwähnt haben, einfach mal zu einem Produkt, von dem ich glaube, dass es für mich gut ist. Mit Mikronährstoffen ist es vielleicht anders natürlich als mit Arzneimitteln, wo es noch differenzierter vorgehen muss. Aber auch bei einer Nahrungsergänzung oder bei Mikronährstoffen im Allgemeinen sollte man schon mit einem entsprechenden Know-how rangehen, damit man am Ende auch eine gute Wirksamkeit mit einer sehr geringen oder ausbleibenden Nebenwirkungsrate hat. Und deswegen ja, ist das entsprechende Know-how notwendig, um hier kompetent zu beraten und am Ende auch einen möglichst guten Effekt mit einem Produkt oder mit Mikronährstoffen im Allgemeinen zu haben. Sonst kann nämlich tatsächlich unter Umständen auch mal das Gegenteil der Fall sein. Das heißt, dieses Know-how lerne ich jetzt in diesem Kurs und was beinhaltet das, dass ich dieses Know-how kriege? Geht es jetzt erstmal nur darum, welche Nährstoffe benötigt mein Körper oder geht es letztendlich auch wirklich darum, wo finde ich gute Nahrungsergänzungsmittel und brauche ich sie überhaupt? Genau, also Sie haben es gut zusammengefasst. Wir bewegen uns im Prinzip einfach mal vom kleinen Einmaleins hin zu ganz speziellen Beispielen auch. Das bedeutet, wir schauen uns mal an, was ist Nahrungsergänzung denn eigentlich? Auch da gibt es immer mal so Grauzonen, die auch von der Industrie so ein bisschen ausgenutzt werden. Wir bewegen uns aber eben eigentlich im Bereich der Lebensmittel und ein Lebensmittel ist eben kein Arzneimittel. Und demnach sollte sich beispielsweise auch die Werbung gestalten, beziehungsweise die Werbeaussagen, auch sowas werden wir mal hinterleuchten, damit man einfach mal ein Feeling dafür bekommt, naja, was ist denn vielleicht eine Werbung, die auch so legitim ist, die auch an so einem Produkt dranstehen darf und was vielleicht nicht. Wir schauen uns aber auch an, wie entsteht denn so eine Nahrungsergänzung, was gibt es für Darreichungsformen, was sind die Vorteile der einen oder anderen Form. Wir gucken uns dann aber eben auch an,
Wie kann ich denn ein bestimmtes Produkt erkennen und wie kann ich vielleicht auch einen Bedarf erkennen bei einer Person? Werfen also mal so einen kurzen Blick auf verschiedene Analyse- bzw. Diagnostikmöglichkeiten und am Ende setzen wir im Prinzip das Finale, indem wir nochmal so eine Art Kriterienkatalog zusammen anschauen. Der gibt uns so ein bisschen praktischen Leitfaden dahingehend, wie wir tatsächlich am Ende ein Produkt bewerten können, ob es für den Einsatz bei der entsprechenden Person auch geeignet ist und das völlig wertneutral. Das heißt, wenn ich jetzt, weil ich habe mir ja dann schon öfter überlegt, es gibt ja eigentlich, könntest du ja ganz einfach machen, ich nehme einfach so ein Kompaktpräparat, wie, keine Ahnung, von A bis Z oder sonst irgendwas, wo ich einfach alles drin habe, das schlucke ich dann und mein Körper sucht mir schon das Richtige raus und der Rest, das war dann wohl nichts. Das gucken wir uns dann auch an in dem Kurs, ob das überhaupt sinnvoll ist. Ja, wir legen einfach mal den Fokus auch auf die Frage, ist das notwendig oder ist es nicht notwendig? Also zu der Frage auch, wie finde ich vielleicht das richtige Nahrungsergänzungsmittel oder die richtigen Mikronährstoffe, gehört natürlich auch dazu, wie finde ich denn raus, ob derjenige das oder das braucht? Also das Thema Diagnostik, Analytik, von der Anamnese bis hin zur Blutdiagnostik. Selbstverständlich gehört das dazu, denn sonst kann ich das richtige Produkt ja gar nicht auswählen. Also das ist im Prinzip in der Gesamtberatung rund um das Thema Nahrungsergänzung ein ganz wichtiger Bestandteil. Denn dieses, ich sag mal, das Gießkannenprinzip, wo ich einfach dann mit einem Breitbandpräparat einfach mal versuche, alles mit abzudecken, das ist so ein netter, von uns gemütlicher Gedanke, der es theoretisch recht einfach macht, aber der ist natürlich in vielen Fällen einfach überhaupt nicht effizient. Ich kann also mit einer guten Analytik davor, gefolgt von einer gezielten Empfehlung, natürlich einen viel effizienteren Einsatz von Mikronährstoffen gewährleisten. Und geht es in dem Kurs auch darum, wenn ich mich jetzt überdosiere, was passiert denn? Ist es jetzt schlimm? Ich meine, gut, wenn man zu viel Magnesium zu sich nimmt, weiß man, kriegt man irgendwie Durchfall. Aber was ist, wenn ich, ja gut, wenn ich zu viel Eisen nehme, kriege ich Verstopfung. Aber was passiert, wenn das wirklich ins Pathologische hineingeht? Ich glaube, gerade auch so bei Vitamin C, manche propagieren ja, dass man das in Hochdosen zu sich nehmen soll. Ist das jetzt gut? Ist das nicht gut? Darum geht es vielleicht auch. Also wenn wir einfach zu viel nehmen. Genau, wir beleuchten einfach tatsächlich mal auch den theoretischen Hintergrund der Überdosierung oder Dosierung. Auch da ist es so ein bisschen ein Dschungel. Da werden wir auch immer wieder gefragt, was sind denn Überdosisbereiche im Bereich gerade der Nahrungsergänzung? Das muss man so ein bisschen differenzieren. Und wenn wir davon ausgehen, dass man ein verkehrsfähiges Produkt im deutschen Markt erwirbt, das kann ich immer vorwegnehmen, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass man in keine wirklich gefährlichen Überdosisbereiche reinkommt. Also selbst mit Vitamin D und Ähnlichem. Dass das aber nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte, das werden wir in den Präsentationen sehen. Das heißt, nur weil auch die Regulatorik unter Umständen das vorgibt, ist es auch in Deutschland nicht so, dass man sich darauf zu 100% verlassen kann. Und gerade deshalb, um sowas zu vermeiden, gilt es einfach so ein bisschen Background zu haben und zu erkennen, okay, ich mache mal ein Beispiel, Vitamin D darf ich eigentlich in der Nahrungsergänzung nicht mit 5.000, 6.000 Einheiten pro Tag oder pro Verzehrempfehlung dosieren. Ah, ja, das stimmt. Gerade bei Vitamin D hatte ich sowas mit 15.000 Einheiten. Und das habe ich zuerst überlesen, dass man das nur einmal die Woche nehmen muss. Und ich habe das immer jeden Tag genommen. Aber passiert ist nicht so viel. Aber ich glaube, das ist gut, wenn man das doch noch mal richtig weiß. Aber eine andere Frage habe ich noch dazu. Ja, das ist ein klassisches Beispiel, was Sie gerade dazu nennen. Gerade in dem Bereich wird dann über diese Art der Verzehrempfehlung gearbeitet, und damit enthaftet man sich dann als Hersteller. Aber in der Praxis ist es dann eben genau so, wie Sie es gerade sagen, der Verbraucher geht dann häufig hin und dosiert trotzdem oder nimmt das Präparat täglich ein. Wenn ich jetzt weiß, es gibt ja Nahrungsergänzungsmittel, um die wird gerade ein riesen Hype gemacht. Das kommt ja immer wieder vor. Also es gibt ja jetzt wirklich auch bestimmte Stores, die irgendwo in Bestlage in Städten sind, die ihre Nahrungsergänzungsmittel quasi wie Swarovski-Steine anpreisen.
natürlich in dem Fall auch sehr hochpreisig sind. Ist das gerechtfertigt oder kann ich auch sagen, naja, eigentlich kann ich auch ein Produkt von DM nehmen und das ist Magnesium, was ich da jetzt reintue, kann sich gar nicht verändern. Oder ist das gerechtfertigt, dass es manche Sachen zu sehr, sehr hohen Preisen auf dem Markt Also gibt? Magnesium werden wir uns als Beispiel genau für einen solchen Kontext mal anschauen, auch in der Präsentation. Magnesium ist nicht gleich Magnesium und die Preisgestaltung von Produkten ist meiner Meinung nach immer so ein bisschen von der Gesamtkomposition auch der Beratung bzw. des Vertriebs abhängig. Wenn ich ein recht einfaches Magnesium irgendwo in der Drogerie habe und das kostet 60 € und mich berät zu dem gesamten Kontext niemand und ich habe niemanden, den ich dazu ansprechen kann und ich habe vielleicht auch nicht die allerbeste Magnesiumform, es ist nicht gerechtfertigt. Aber das ist natürlich auch immer so ein leicht subjektiver Aspekt, ob es mir das wert ist, in dem Kontext so viel Geld für ein solches Produkt zu bezahlen. Aber natürlich setzt sich erstmal im Hintergrund auch die Preisgestaltung aus der Qualität der Rohstoffe zusammen. Und natürlich denke ich auch des Marketings manchmal. Definitiv, ja. Ja, also Herr Ritzer, ich glaube, das wird ein unglaublich spannender Kurs. Ich freue mich da schon drauf als selbst Nahrungsergänzungsmittelbetroffene. Und ja, so wie ich es so aus meinem Bekanntenkreis kenne, sind sehr viele davon betroffen. Also daher, ich glaube, für alle, die gerne etwas zu sich nehmen, um sich gesund zu erhalten, ist das hier unverzichtbar und wir werden mit Sicherheit eine Menge lernen. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich, freue mich, dass es am 9. April losgeht und wer Fragen hat, kann sich gerne an mich wenden. Wenn es Fragen an Herrn Ritzer sind, leite ich ihm das sehr gerne weiter. Und ansonsten freue ich mich auf den Kurs, wünsche Ihnen eine schöne Ebenso. Zeit. Genau, Herr Ritzer, und Ihnen auch. Herzlichen Und Dank. wenn Sie noch etwas sagen möchten, abschließende Worte immer sehr gerne. Ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, hier unser oder mein Wissen auch weitergeben zu können in dem Kontext. Und ich glaube, das ist zumindest die Erfahrung, die ich selber gesammelt habe, dass man auch an die Personen, die schon länger mit Nahrungsergänzung vielleicht arbeiten, nochmal sehr hilfreiches Know-how weitergeben kann, das einen entsprechenden Mehrwert liefert. Super, genauso werden wir das machen. Also, vielen Dank und bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.